Hallo, ich bin der Tom. Wir machen heute zusammen ein Beinworkout. Dazu braucht ihr ein Kissen, aber dazu kommen wir später. Beginnen werden wir ganz locker mit einem Aufwärmprogramm. Wir traben auf der Stelle. Und nehmen dann bei jedem linken Schritt den Fuß vorne hoch. Wie möglichst hochziehen zur Brust. Oberkörper bleibt aufrecht dabei. Und wieder locker. Und wir wechseln auf die rechte Seite. Und locker. Das gleiche machen wir jetzt noch mit Anfersen. Beginnen wieder mit der linken Seite und Ferse zum Gesäß hoch. Und locker. Nur das Aufwärmprogramm. Kreislauf in Schwung bringen. Und die rechte Seite. Und locker. Okay, wir steigern die Intensität und nehmen die Füße beide vorne hoch. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Mal durchatmen. Machen das gleiche dann noch mit Anfersen hinten hoch. Auch wieder 10 Sekunden. Und los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Beine ausschütteln. Wir machen jetzt noch ein paar Übungen zur Kräftigung und Dehnung, Vorbereitung für die Muskulatur. Dazu haben wir einen hüftbreiten Stand. Beine sind gestreckt. Gehe mit den Händen zum Boden runter. Wer nicht ganz mit den Händen bis zum Boden kommt, geht leicht in die Knie. Wir gehen mit den Händen nach vorne. Sobald es geht, werden die Beine wieder gestreckt. Halten diese Position für 5 Sekunden. Noch 3, 2, 1. Und wir kommen wieder zurück. Beim Hochgehen langsam aufrollen von der Hüfte her. Und nochmal tief. Beine möglichst bald strecken und wir halten die Spannung. Noch 3, 2, 1 und wieder zurück. Und langsam wieder aufrollen. Beine ausschütteln. Nächste Übung ist ein großer Ausfallschritt nach vorne. Rechte Hand wird auf Höhe vom Sprunggelenk abgesetzt. Rechtes Bein ist gestreckt. Linker Ellenbogen geht zum linken Knöchel. Und wir drehen uns nach oben hin auf. Langsam wieder zurück. Aufdrehen. Hüfte dabei möglichst tief halten. Ein letztes Mal. Setzen die Hand innen neben den Knöchel ab. Nehmen das linke Bein nach hinten und das rechte Bein nach vorne. Gleich auf der anderen Seite hoch rausdrehen und zurück. Linkes Bein ist dabei gestreckt und hoch. Hand wieder absetzen, rechtes Bein zurück, linkes Bein noch mehr nach vorne. Letzte Runde. Und 3. Absetzen. Der letzte Wechsel. Drei. Bein zurücknehmen. Und wir versuchen wieder bei gestreckten Beinen mit den Händen
bis zu den Füßen zurückzugehen, aufrollen, ausschütteln. Das war unser Aufwärmprogramm. Wir starten jetzt mit einem Ausfallschritt nach vorne. Nehmen die Hände an die Schläfe, gehen tief, sodass das Knie knapp über dem Boden ist. Vom Kopf bis zum Knie haben wir eine Linie und wir drehen uns über das aufgestellte Bein nach links rüber. Langsam zurück. Zurück in die Ausgangsposition. Beinwechsel. Drehen uns nach rechts rüber. Langsam zurück. Und zurück. Wichtig dabei, dass das vordere Knie keine Ausweichbewegung macht. Das Einzige, was sich dreht, ist der Oberkörper. Zurück. Jede Seite noch dreimal. Noch zwei. Zurück. Und die letzte Runde. Und wir schütteln uns kurz durch. Nächste Übung. Ausgangsposition, hüftbreiter Stand. Wir gehen tief. Rücken ist dabei gerade. Arme werden nach hinten gestreckt. Wir nehmen sehr Schwungelemente mit, springen nach oben und kommen wieder in die Ausgangsposition. Dort verharren wir für 3 Sekunden, hoch und mit Schwung runterziehen. Hochspringen. Schauen, dass wir den Schwung abfangen, über den Zehenspitzen, Fußballen, wieder in die Ausgangsposition. 8 Wiederholungen. Noch 7. Kräftig mit Schwung die Arme nach hinten ziehen. 5. Noch 4 Stück. Hochspringen, kräftig nach hinten durch. Position halb. 4. Die letzten 3. Und richtig hoch. 2. Und der letzte hoch. Durchziehen. Hochkommen. Beine ausschütteln. Für die nächste Übung legen wir uns seitlich ab, auf den Unterarm, Schulter ist überall vom Ellenbogen, die Beine könnt ihr übereinander nehmen, sind gestreckt, Hüfte kommt dabei hoch, wichtig, dass ihr in einer Linie seid, nicht abknicken mit dem Becken, Schulter bleibt gerade vorne. Jetzt heben wir das rechte Bein gestreckt nach oben ab, langsam wieder zurück. Wichtig dabei, dass die Hüfte oben bleibt. Noch 5 Wiederholungen. Bein gestreckt halten. Zehenspitzen anziehen. 4, 3, 2 und der letzte. Langsam absenken. Wir wechseln die Seite. Ausgangsposition erst wieder richtig korrigieren. Erst wenn ihr ganz gerade seid, Beine auf Spannung habt, Hüfte oben ist, heben wir das Bein ab. 10 Mal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Langsam absenken. Und wir schütteln die Beine aus. Kommen dann gleich in die Rückenlage für die nächste Übung. Oberkörper wird abgelegt. Handfläche zeigt nach oben. Hüfte sind, Beine sind hüftbreit. Die Füße werden auf den Fersen gestellt. Wir heben die Hüfte an.
sodass wir von den Knien bis zur Schulter gerade sind. Senken uns langsam ab und wieder hoch. Ohne dass wir den Boden groß berühren, direkt wieder nach oben. Das Ganze erschweren wir jetzt etwas. Wir kommen nach oben, strecken den rechten Fuß aus, Zehenspitzen anziehen und wir gehen tief. Mal eine ganze Bewegung aus der Kraft vom linken Bein, drücken uns hoch. Hüfte bleibt parallel zum Boden, nicht abknicken dabei. Noch 5 Wiederholungen. 5, 4, 3, 2 und der letzte, den halten wir oben für 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Bein absenken und direkter Wechsel. Wieder 10 Wiederholungen. Bei der Belastung atmen wir aus, bei der Entlastung einatmen. Und die letzten 5, noch 4, 3, 2 und den letzten halten wir wieder oben für 5, 4, 3, 2, 1 und absenken. Wir schütteln die Beine aus und bleiben gleich in der Rückenlage für die nächste Übung. Diesmal gehen wir in die Tischposition. Hüfte kommt nach oben, Schultern sind überhalb der Handfläche, Knie überhalb vom Sprunggelenk. Und wir gehen auf die Zehenspitzen, senken uns langsam ab und drücken uns wieder hoch raus. Absenken, hoch rausdrücken. Noch 10 Wiederholungen. 10. 9, 8, 7, 6, 5, Kopf können wir in den Nacken nehmen, Blick nach oben, die letzten 3, 2 und den letzten halten wir wieder oben für 5 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1 und absenken. Beine lockern, gerade die Waden wurden gerade ordentlich beansprucht. Kurz durchkneten und dann geht's ab zur letzten Übung. Für die letzte Übung brauchen wir unser Kissen. Das legen wir vor uns. Steigen als erstes mit dem linken Bein drauf. Versuchen das Gleichgewicht zu finden. Beansprucht die Gelenksmuskulatur im Sprunggelenk. Schulter in Gleichgewicht sind, nehmen das rechte Bein nach oben, versuchen uns für 30 Sekunden zu halten. Puls kommt auch langsam wieder runter, nicht ganz anstrengend die Übung. Wer es etwas schwieriger haben will, macht dabei die Augen zu, schon wird es wackeliger. Und wir wechseln die Seite, einmal kurz durchschütteln, gehen mit dem rechten Fuß drauf, nehmen das linke Bein vorne hoch, Oberkörper ist aufrecht dabei. Als Hilfe könnt ihr euch einen fixen Punkt suchen, den ihr mit den Augen fixiert, geht es etwas leichter. Wer es wieder schwieriger haben will, macht wieder die Augen zu. Und schon wird es wackelig. Wir schütteln die Beine aus. Ich sage vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr noch mehr trainieren wollt, dann abonniert doch einfach unseren Fitness-Channel. Der ist kostenlos und ihr verpasst kein Workout und könnt fleißig trainieren.